was in diesem Video passiert. Digga, da sind zwei Leute mit Bier, die beobachten mich, machen so. Moin, moin! Aber ich dachte, du meinst das gerade ernst. Ich wollte schon Abrechnung geben. Moin, moin und servus, meine. Was geht ab? Was geht ab? Nein, Spaß, mein Zeit. Oh, Digga. Tiefluft, oder? So, wie ihr im letzten Video gesehen habt, ist uns die Servopumpe beim Driften kaputt gegangen. Ich und mein Kollege Papich haben das Ding jetzt reingeballert. Ganz kleinen Mini-Ausschnitt zeige ich euch jetzt. Moin Moin und Servus Freunde, was geht ab? Ich und mein Kollege Papich, sag mal hallo. Hey. Hey. Ja, genau. Digga, wir sind gestorben. Hier ist die neue Servopumpe. Die alte ist jetzt raus. Dafür muss der Aggregatenträger alles runter. Es ist richtig scheiß Arbeit. Zack, da ist der alte. Den werden wir später mal zerlegen und gucken wir mal rein, wie der aussieht. So, wer das machen will, selber. Keine Chance in der Garage, keine Chance, never. So, habt ihr gesehen? Also wer das jetzt so auf Schnelle mal machen möchte, keine Chance, wirklich keine Chance. Das war echt tricky, aber machbar. Ja, am Ende des Videos haben wir dann, was haben wir gemacht? Wir haben das Auto beim Lack abgelassen. Ja. Genau, Auto ist vom Lackierer fertig, hat vorne eine neue Stoßstange bekommen und hinten die Stoßstange lackiert, ja. Weil wir ja dachten, technisch ist soweit jetzt alles in Ordnung, können wir das Auto beim Lack abgeben und optisch jetzt alles machen. Aber wie ihr gesehen habt, hat die Servopumpe uns gemacht. So, komm, warte. Stimmt, wir wollen die Felgen jetzt drauf montieren. Drei Stück sind schon drauf, bis auf eine. Da dachten wir, komm, wir holen die Kamera raus. So, wie ihr sehen könnt, frisch nagelneue originale Stoßstange von Mercedes-Benz AMG. Wie ihr sehen könnt, guck mal, wie staubig das ist. Das Auto stand jetzt noch mal 4-5 Tage. Okay, das was ich mache, macht das bitte nicht, denn das macht Kratzer. Mikrokratzer. Dann gibt es noch diese Halterung, Kennzeichenhalterung. Hier, die ist normalerweise, die ist aus Kunststoff. Und Kunststoff, wenn du vom Werk holst, bei Mercedes kaufst, ist die so graue Farbe, so wie hier, die Farbe. Ne? Hast du das gesehen? So, dann haben wir gesagt, okay, da das bisschen. Das sieht schon gut aus, haben wir gesagt, komm, das machen wir auch. Wagenfarbe in schwarz, sieht viel geiler aus, meiner Meinung nach. Und hinten die Stoßstange haben wir auch lackiert, das zeigen wir euch draußen. Und die Felgen, die jetzt auf das Auto raufkommen, sind sehr bewusst gewählt, weil ich habe mir echt richtig viele Felgen angeguckt. Und ob ihr mir glaubt oder nicht, es gibt so wenige Felgen, die auf das Auto gut aussehen. Wirklich, so gut wie gar keine, vielleicht zwei, drei Felgen. Und ich hatte immer eine Felge schon so im Kopf, die ich unbedingt haben möchte, weil ich bin ein Typ, der auf Originalität steht. Gibt es. So, deswegen kommen diese Felgen hier raus. Bewusst keine 20 Zoll, ich wollte unbedingt 19 Zoll, die AMG Performance Felgen. Tada! Geil, oder? Wirklich. Warum die? Weil matt schwarz mit silbernem Chrom Rand quasi. Das passt optisch sehr gut, weil das Auto schwarz ist. Die Leisten hier auch in den Chrom sind und die Auspuffblenden auch im Chrom. Und das macht so einen geilen Kontrast. Und auch hier mit der Bremsanlage auch, das sieht mega aus. Ich würde sagen, wir montieren die rauf und danach erzähle ich eine Geschichte dazu, wie ich sie gekauft habe. Das war auch schon ein bisschen cringe. Ach ja, wenn wir die Leisten jetzt gleich rauf montiert haben, müssen wir die auch standesgemäß einfahren. Ja, gleich so draußen im Licht. Ja, ja. Auf den wir haben noch nicht gesehen. Ja, ja. Auf komplett blöd. Scheiß doch mal. So, Freunde, ich bin echt gespannt, wie das aussehen wird. Natürlich, ich habe natürlich auf Google schon ein paar Fotos gesehen, ne? Aber es ist immer was anderes, auf seinem eigenen Auto sowas zu sehen. Und erst recht, da das Auto ein bisschen tiefer gelegt ist, sieht das natürlich bestimmt viel, viel geiler aus.
Digga, kein Spaß, das sieht schon geil aus. Digga, guck dir das doch mal an, wie geil das miteinander harmoniert mit dem Chromrad und dem Chrom hier vom Fenster und so. Digga, komm, wir fahren direkt. Richtig staubig, Digga. Das Luftdruck und so gemacht. Auf jeden Fall, ey, was jetzt auch wirklich ist, das ist jetzt wieder die erste richtige Fahrt, nachdem uns die Servopumpe umgeflogen ist. So, Servopumpe neu. Neue Felgen, neue Stoßstange. Allein wegen der neuen Stoßstange haben wir schon 50 PS mehr. Was sagst du? Ne? Ja. 100%. Wenn wir die Bremsdaten hier noch rot machen würden, bist du bescheuert. Wir sind schneller als ein Aventador. Richtig durchgedreht. Geil. Ich sag ja, Leute, wir müssen die Reifen ein bisschen einfahren. Dein Gesicht, hast du Angst? Du hast mich entjungfert mit Drift. Digga, die Reifen rutschen sehr. Boah, der war. Die Reifen rutschen richtig. Schnell weg hier. Schule? Okay. Hast du mal gezeigt, wie das geht? Was soll ich machen, Alter? Irgendwo muss ja ein bisschen. Wisst ihr was? Wir haben uns jetzt auf gut, doof, spontan entschieden. Wir machen Soundcheck und Felgenvideo. In einem Video. In einem Video, genau. So. Dann hältst du hier ran. Haben wir die Felgen schon gezeigt von außen? Nee. Ja, dann machen wir jetzt erstmal Soundcheck. Ja, gesagt gehabt schon, das hört sich richtig gut an. Das ist nicht so ein nerviges, zu laut. Was sagst du denn? Geil, Digga. Wir machen erstmal ein, zwei normale. Ja. Ja, Bruder, alles gut? Ist Sound gut? Ja. Ja? Heide, schönen Tag noch. Heide, ne? Ciao. Wollen wir noch einen reinhauen, ne? Digga, die mit Bier, Alter. Als wär's Kino. Geil! Das ist V8, Alter. Geil. Digga, ey, wie im Kino. Ich schüss. Und am Zaun so, die halten sich fest.
Boah, Digga, die trinken Bier. Sagen, geil, ey, geil. Digga, so muss das doch sein. Ne, wir haben niemanden gestört. Extra Gewerbegebiet, da wo keiner ist, ne? Alter, geil. Die Soundaufnahmen sind geil, ne? Also ich finde sie gut. So, Freunde, haben wir die Fan von außen schon gezeigt? Nicht wirklich, ne? Immer nicht so richtig, ne? So, dann machen wir das jetzt, komm. Ja. Wir machen das jetzt. Das war eigentlich ein sehr schöner Hintergrund. Bei Sonne und so, ein bisschen Rasen. Wir sind ja für die Umwelt. Aber 6-3er. Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die neuen Felgen sind mega. Soundcheck haben wir auch gemacht. Ein paar kleine Burnies haben wir auch durchgezogen. Das ist das, was ihr sehen wollt. Das ist Content, das ist Power, das ist geil. Mit meinem Brauski Papichko. Und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.